Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, aus einem speziellen Grund. Ich bin nämlich gebürtiger Linzer, hier geboren und aufgewachsen, und es ist deswegen sehr schön, wieder einmal hier zu sein und mit Ihnen über die Thematik zu diskutieren. Kurz zu meiner Person, auch ich bin Geograf und ich habe meinen Forschungsschwerpunkt während des Studiums auf die Migrationsforschung gelegt, habe dann auch zu dieser Thematik meine Diplomarbeit geschrieben, um die es kurz auch noch geht, und bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Raumplanung und beschäftige mich dort auch mit Themen der Migration, der Integration und der ethnischen Segregation. Jetzt heißt das Thema aber heute soziale Segregation. Super, weil ich möchte diesen Vortrag dann auch gleich nutzen, um den Unterschied zu zeigen zwischen ethnischer und sozialer Segregation und ein bisschen darauf hinzuweisen, wieso es wichtig ist, dass man beide Aspekte, ist da jetzt mehr Licht? Wieso es wichtig ist, beide Aspekte zu betrachten und dann aber zu sehen, dass es sich natürlich überschneidet. Zum Inhalt, ich möchte kurz anfangen, Segregation beschreiben. Eine Definition ist wohl wichtig, weil wie auch schon bei der Integration wird sehr viel über Segregation gesprochen und viele Menschen haben viele Ideen, was das bedeuten könnte. Ich werde dann auch Beispiele bringen, wie es entstehen kann, also Gründe, nicht alle Gründe, aber mehrere Beispiele bringen und wichtig auch dann die Folgen aufzeigen, was bringt soziale Segregation mit sich. Natürlich, ich will nicht nur aufzeigen, wo gibt es Probleme, sondern auch, was kann man tun, möchte Maßnahmen vorstellen. Und hier möchte ich mich sehr stark auf die Bildungsmaßnahmen konzentrieren, weil ich glaube, bauliche und soziale Aufwertungsmaßnahmen sind natürlich genauso wichtig, werden aber von den Kollegen, vor allem am Nachmittag, meine ich, dargestellt. Und außerdem ist es ja, wie gesagt, mein Spezialgebiet, die Migrationsforschung, und da hat die Bildungsmaßnahmen einen großen Anteil. Deswegen werde ich das dann genauer vorstellen und am Schluss ein kurzes Resümee ziehen. Ja, dann können wir auch gleich losstarten. Was bedeutet Segregation eigentlich? Wie gesagt, wahrscheinlich hat jeder so eine Idee davon, was es sein könnte, kann aber sehr unterschiedlich sein. Nun, prinzipiell meint man mit Segregation, dass eine Teilgruppe einer Gesamtgruppe sich über ein bestimmtes Gebiet verteilt und diese Teilgruppe auf einen Teilraum sich konzentriert. In der Stadtforschung meint man damit nun eine Gruppe der Gesamtbevölkerung, die sich auf ein spezielles Viertel einer Stadt, eine Teilgruppe der Gesamtbevölkerung, die sich auf ein spezielles Viertel konzentriert, also eine Ungleichheit in der Verteilung über die gesamte Stadt besteht. Und mit dieser Verteilung meint man im Normalfall die Verteilung der Wohnstandorte. Das heißt, wo wohnen die Menschen? Schlicht und einfach, weil das Wohnen, wie wir schon gehört haben, eine der wichtigsten Funktionen ist und natürlich auch, weil der Wohnsitz an sich etwas ist, was man sehr leicht messen kann im Vergleich zu anderen Parametern, wie etwa, wo hält man sich den Großteil des Tages auf, das ist auch sehr schwer zu erheben. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, die Segregation beschreibt jetzt nicht nur den Zustand, dass eine gewisse Bevölkerungsgruppe konzentriert, also segregiert, in einem Viertel wohnt, sondern auch den Zustand, der dazu führt. Das ist noch ganz wichtig. Ja, wie kann man jetzt diese Bevölkerungsgruppen definieren? Wir haben schon gehört, da gibt es drei wesentliche Kriterien, nämlich soziale, ethnische und demografische Kriterien. Stimmt, habe auch ich hier aufgeführt. Wichtig ist aber noch, es gibt schon noch weitere Kriterien, und zwar unabhängig
Wie man diese Gruppe jetzt bestimmt, diese Teilgruppe der Bevölkerung, ist es vor allem noch sehr wichtig, daran zu denken, diese Segregation kann gewollt oder auch ungewollt sein. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil wenn wir zum Beispiel daran denken, an ein Villenviertel, wir haben es gerade gesehen, in Wien etwa, in Grinzing, wo man sagen kann, in diesem Villenviertel wohnen sehr reiche Menschen. Ja, das ist durchaus gewollt. Die wollen dort unter sich wohnen sozusagen. Das heißt, dort wird es dann auch viel weniger als Problem angesehen. Und das ist noch eine sehr wichtige weitere Unterscheidung, die natürlich auf einer anderen Ebene wirkt. Letztlich ist dann auch noch festzustellen, dass verschiedene Gruppen auf einem ganz unterschiedlichen Grad segregiert sein können. Das haben wir auch schon schön bei den Karten gesehen. Und dass sich diese segregierten Gebiete auch sehr überschneiden können. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt ja nicht nur diese eine Teilgruppe, sondern es gibt sehr viele Teilgruppen. Und in der Realität überschneidet sich das meist, sowohl mehrere Gruppen in ethnischer Hinsicht als auch in sozialer oder in demografischer Hinsicht. Und zum Schluss der Definition ist noch zu sagen, dass es natürlich sehr stark auf die Kriterien, auf die Betrachtung auch drauf ankommt. Für die einen ist es bereits ein sozioökonomisch segregiertes Viertel, wo andere sagen, na, das ist eigentlich sehr durchmischt. Das heißt, es kommt auch sehr darauf an, wie setzt man die Parameter an, was ist die Gruppe, beziehungsweise auch, was ist das Viertel. Auch das sind natürlich Dinge, die man nicht vergessen darf. Je nachdem, wie man das Ganze definiert, kann man sehr stark unterschiedliche Ergebnisse bekommen. So viel zu der Definition der Segregation an sich. Was ist jetzt nun die soziale Segregation? Wir haben schon gehört, eben eine Bevölkerungsgruppe, die sich nach einer sozialen Schicht sozusagen definiert und dann diese Bevölkerungsgruppe, die sich nach der sozialen Schicht definiert, die dann sehr konzentriert in einem Viertel wohnt. Die Frage ist nun, wie kommt es zu diesem Zustand? Wir haben da auch schon ein bisschen was gehört. Natürlich ist es so, in der Stadt und vor allem, wenn der Wohnungsmarkt nach der freien Marktwirtschaft funktioniert, dann ist es natürlich so, die besten Wohnungen sind auch gleichzeitig die teuersten. Jetzt ist unser Wohnungsmarkt natürlich nicht frei nach dem freien Markt geregelt, aber trotzdem kann man sagen, die besten Wohnungen sind natürlich die teuersten. Dementsprechend haben verschiedene soziale Schichten, verschiedenes Einkommen und suchen sich dann auch die jeweils passenden Viertel. Es gibt natürlich dann Ausnahmen, gerade der kommunale Wohnbau stellt so eine Ausnahme dar, wo dann eben der Wohnungsmarkt nicht nach den Prinzipien des freien Marktes funktioniert. Aber als Grundsatz kann man schon sagen, je beliebter die Wohnung, desto teurer und je nachdem teilt sich dann die Stadt auch auf in Viertel, in denen die jeweilige Gruppe wohnt. Das heißt natürlich, dass es auch nicht nur die schönen, teuren Viertel gibt, sondern auch Viertel, in denen sich dann Menschen sammeln, die eben weniger Geld zur Verfügung haben. Und für diese Bewohner heißt es dann umso mehr, gerade weil sie in diesem Viertel wohnen, wird es umso schwieriger, den ökonomischen Aufstieg zu schaffen. Und das möchte ich jetzt kurz an zwei Beispielen darstellen. Das eine, ich gehe ein bisschen zurück, wie wir zuerst auch schon Ansätzen gehört haben. Es war so, Ende des 19. Jahrhunderts, durch die industrielle Revolution, es gab plötzlich sehr viele industrielle Arbeitsplätze, es wurden sehr viele Arbeiter in der Stadt gefragt und dadurch kam es zu sehr großen Arbeiterviertel, meist direkt rund um die Fabriken, reine Arbeiterviertel, die genau diesem Zweck dienten, dass die Arbeiter billig, möglichst nahe an ihrem Arbeitsort wohnen. Nun war es aber so, mit dem Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft wurden diese Jobs immer weniger. Das heißt, sehr viele Leute verloren dann den Arbeitsplatz, die sie in dieser Arbeitersiedlung gewohnt haben.
die Arbeitslosenquote ist gestiegen. Dadurch sind die finanziellen Mittel sozusagen des ganzen Viertels geschrumpft. Und man kann sagen, das gesamte Viertel ist wie in einem Fahrstuhl sozusagen eine soziale Schicht nach unten gefahren. Deswegen spricht man vom Fahrstuhleffekt, wie sich durch eine Veränderung sozusagen die gesamte Struktur eines Viertels verändert. Ein weiteres Beispiel, das ich in diesem Zusammenhang bringen möchte, ist jenes der selektiven Mobilität, setzt ähnlich an und es geht dadurch wiederum, wenn sich durch einen Auslöser die soziale Situation in einem Viertel verändert, dann kommt es natürlich zu dem Effekt, diejenigen, die es sich leisten können, ziehen in ein anderes Viertel, ziehen in eine wiederum schönere Wohnung vielleicht. Das bewirkt aber, dass genau jene, die im Viertel noch sozusagen die sozial höher gestellten wären, genau die ziehen dann weg. Das heißt, auch hier kommt es sozusagen zu einer Häufung an benachteiligten Personen im Viertel, die wiederum genau durch das benachteiligte Viertel entstanden ist. Das heißt also, dass das benachteiligte Viertel, und als solches kann man dann ein sozial segregiertes Viertel bezeichnen, dieses benachteiligte Viertel wirkt wiederum benachteiligend. Genau hier entsteht dann das Problem. Und in beiden Fällen ist es eben so, diejenigen, die es sich noch leisten können, ziehen dann aus dem Viertel weg und übrig bleiben leere, dann billige Wohnungen. Und dadurch entsteht dann tatsächlich ein benachteiligtes Viertel. Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den die Frau Reger schon vorgestellt hat. Warum wohnen denn jetzt die Migranten in Wien genau außerhalb des Gürtels, zum Teil auch innerhalb des Gürtels, in genau diesen Wohnungen, sehr oft Kategorie D? Nun, dazu muss man sich anschauen, was sind denn die primären Gründe, warum Menschen überhaupt migrieren, warum sie von einem Wohnstandort einen anderen wählen. Da gibt es natürlich hunderte Gründe, aber man kann die in vier Kategorien eingrenzen. Das eine ist eine Flucht durch Kriege, Katastrophen, politische oder religiöse oder welche auch immer Verfolgung. Die zweite Kategorie sind die schlechte wirtschaftliche Situation im Heimatland und Aussicht einfach auf einen Job oder auf einen besser bezahlten Job in der neuen Heimat. Das dritte sind soziale Beweggründe, vor allem Familiennachzüge. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere individuelle Gründe, ein besserer Ausbildungsplatz, schlichte Abenteuerlust. Aber man kann sagen, vor allem für die ersten beiden Kategorien, eingeschränkt auch für die anderen beiden, gilt, gerade weil die finanziellen Ressourcen bedingt sind, tritt man die Migration an. Und das heißt, die Migranten, die neu in die Stadt zuziehen, haben oft sehr geringe finanzielle Ressourcen. Hinzu kommen noch zusätzliche Restriktionen. Auch da haben wir schon gehört, in Wien gab es bis vor wenigen Jahren die Beschränkung der sozialen Wohnbauten auf österreichische Staatsbürger. Und dann kommen natürlich auch inoffizielle Restriktionen dazu. Das heißt, gerade für diese Migranten kommen nun die billigen Wohnen, die aber schon im benachteiligten Viertel liegen, in Frage. Eben genau, wie wir schon gehört haben, entlang des Gürtels, damals im Brunnenviertel, im 15. Bezirk bei der Stadthalle und so weiter. Genau das betrifft, hat zur Folge, dass sich die Migranten und Migrantinnen eben räumlich in diesen Vierteln konzentrieren. Das heißt, es passiert genau dieser Vorgang. Ich habe hier auch noch bewusst übrigens Migranten und Migrantinnen geschrieben und nicht Menschen mit Migrationshintergrund, weil mir geht es genau um die Personen, die eben gerade in die Stadt ziehen. Für mich der Ansatz wirklich, ein Migrant ist der, der momentan die Migration vollzieht. Und wenn er schon einmal 5 Jahre hier ist, kann man eigentlich nicht mehr von der Migration sprechen. Das heißt, es geht wirklich um diese Gruppe, die Migranten, die geringe finanzielle Ressourcen haben, genau die fragen dann natürlich die billigen Wohnungen nach und diese billigen Wohnungen liegen aber in den Vierteln, die ohnehin schon die großen sozialen Probleme haben, weil genau deswegen sind ja die Wohnungen dort billig geworden. Worin besteht nun die Gefahr? Die besteht eindeutig darin, dass nun die neuen Bewohnerinnen, die gerade zugezogen sind, für die sozialen Probleme verantwortlich gemacht worden,
gemacht werden, die eben vorher schon dort bestanden haben. Und der ganz große Fehlschluss ist dann zu sagen, die sozialen Probleme wären sozusagen durch ethnische Gründe hervorgetreten. Also genau hier ist nämlich dieser wichtige Fehlschluss, auf den ich dann hinweisen möchte, dass man dann sozusagen den Migranten die sozialen Probleme zuschiebt. Was hat das für Folgen für die Integration dieser Menschen, die nun in dieses Viertel ziehen? Ja, ohne Zweifel, wenn man in eine neue Heimat zieht, das bringt große Herausforderungen mit sich. Ja, die Integration, der Neustart an sich, die Sprache lernen, all das sind schon Herausforderungen. Und nun erben diese Menschen aber genau auch noch die Probleme, die sozialen Probleme dieses Viertels. Das heißt, es wird für diese Menschen umso schwieriger. Jetzt ist es aber auch so, dass man ganz sicher die Integration nicht als reine Bringschuld bezeichnen kann, weil es natürlich auch wichtig ist, dass die Personen, die in die Stadt ziehen, von den Personen, die schon hier sind, auch willkommen geheißen werden, dass sie angesprochen werden, dass man ihnen das Gefühl gibt, sie können hier auch wohnen, sie sind natürlich willkommen. Und auch das ist sehr schwierig. Und genau dieser Prozess wird wiederum den Personen der Mehrheitsgesellschaft überlassen, die ohne dies in dem Viertel, in dem benachteiligten Viertel, nämlich schon mit zusätzlichen sozialen Problemen kämpfen. Das heißt, der ganze Prozess der Integration von beiden Seiten wird also den Personen im benachteiligten Viertel überlassen. Das stellt die Migranten natürlich für große Herausforderungen und dann kommt hinzu, ohne eine Arbeit bzw. ohne ein Einkommen wird es natürlich umso schwieriger, dann Fuß zu fassen und den Neustart in der neuen Heimat zu tätigen. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch in den Arbeitsmarkt zu gelangen. Gerade das ist aber wiederum für Migranten und Migrantinnen sehr schwierig, weil es hier sehr oft zusätzliche Restriktionen gibt. Es werden sehr oft schon erhaltene Diplome oder eine Vorbildung nicht anerkannt. Die Folge ist, dass sehr viele Menschen gerade wenn sie neu sind, besser einen Job annehmen, für den sie überqualifiziert sind, als gar keinen anzunehmen. Das heißt also, es werden sehr viele Jobs im niedrig qualifizierten Sektor nachgefragt, die aber aufgrund der Globalisierung, der weiterführenden Dienstleistungsgesellschaft und so weiter ohnehin am Sinken sind. Das heißt, die Anzahl dieser Jobs ohnehin am Sinken ist. Das heißt, auch hier kommt es zu einer zusätzlichen Konkurrenz, was ja auch doch gerade diese Jobs von den Menschen, die in dem benachteiligten Viertel schon wohnen, nachgefragt wird. Und hier wird die Konkurrenz umso stärker. Und genau hier liegt dann die sehr große Konfliktgefahr, dass sich sozusagen diese beiden Gruppen noch mehr gegenseitig ausspielen sozusagen. Das heißt, hier ist es dann eine sehr große Konkurrenz und auch Konfliktgefahr. Ja, was sind nun die Möglichkeiten? Wie gesagt, natürlich gibt es sehr viele Maßnahmen, um das Viertel aufzuwerten, soziale Aufwertungsmaßnahmen genauso wie bauliche Aufwertungsmaßnahmen. Eine Quartierspolitik, eine integrative, die auch wirklich alle anspricht, ist da natürlich unumgänglich und sehr oft benötigt es auch schlicht und einfach bauliche Aufwertung, damit diese billigen Wohnungen einen höheren Standard bekommen. Ganz wichtig ist, dass auch diese benachteiligten Viertel bekommen oft dieses Image auch, gerade weil sie innerhalb der gesamten Stadt sehr schlecht an die Infrastruktur angeschlossen sind. Es fahren weniger Straßenbahnen dorthin und so weiter. Das heißt, eine bauliche Aufwertung ist natürlich auch hier eine sehr geeignete Maßnahme. Hier ist aber das Problem der Gentrifizierung, ein sehr großes Modewort in den letzten Jahren, natürlich sehr. Also das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich, besteht schon die Gefahr, einfach nur die Wohnungen aufzuwerten. Man errichtet dann, man kennt es aus einem ehemaligen Arbeiterviertel, ein schönes, hippes Künstlerviertel, das aber im Endeffekt die sozialen Probleme dann oftmals nur auf ein anderes Viertel verschiebt, weil man im Prinzip die gesamte Bevölkerung dadurch austauscht. Das heißt, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, natürlich gibt es sehr viele soziale, bauliche Aufwertungsmaßnahmen.
Ich persönlich möchte mich jetzt aber auf die Integrationsmaßnahmen konzentrieren. Das heißt, wie kann man die Migrantinnen und Migranten unterstützen, dass sie den ökonomischen Aufstieg innerhalb des Viertels schaffen, dass sie ihre Situation verbessern. Und in diesem Punkt ist Bildung eine der wichtigsten Maßnahmen. Wie schon gesagt, die Anerkennung von Bildung ist hier sehr wichtig. Ich habe beispielsweise mal ein Interview geführt mit einer Slowakin, die in Wien gewohnt hat, die in der Slowakei schon eine komplette Ausbildung zum Magister der Wirtschaftswissenschaften hatte und dann in Wien 4 der 5 Jahre diese Ausbildung nochmal studieren musste. Das heißt, hier ist eindeutig ein Problem, weil hier verschenkt man auch wirklich Ressourcen. Der zweite Punkt, und das möchte ich jetzt dann noch genauer vorstellen, ist derjenige der Förderung der Bildung. Wie gesagt, damit man wirklich jedem Menschen auch die Chance gibt, sich in dem Viertel zu entwickeln, damit jeder die größtmögliche Chance hat, ist es einfach wichtig, dass man diesen Menschen eine Bildung bietet. Und hier hat sich für mich die Frage gestellt, ja, sind denn jetzt die Chancen auf die Bildung überhaupt gleich verteilt? Ist es denn so, dass jeder der Bewohner der Stadt tatsächlich dieselbe Chance hat, eine Ausbildung zu bekommen? Vor allem, ist es jedem möglich, eine Bildung zu bekommen oder nicht? Da möchte ich jetzt auf mein Beispiel eingehen. Das war meine Arbeit, die ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre alt und die Daten sind leider auch aus der Volkszählung 2001. Es ist leider so, hoffentlich, angeblich werden bald wieder neue Daten zur Verfügung stehen. Es ist nicht aktuell, aber es ist doch, zeigt sehr schön die Fragestellung und die möchte ich Ihnen noch kurz präsentieren. Das Thema war, wie gesagt, ist es tatsächlich so, haben Migranten und Migrantinnen, die in einem sehr stark ethnisch segregierten Viertel wohnen, haben die schlechtere Chancen, einen Bildungserfolg zu erlangen, als die Personen derselben ethnischen Gruppe, die nicht in einem segregierten Viertel wohnen. Das heißt ganz konkret, haben Schülerinnen mit einem türkischen Migrationshintergrund, die in einem ethnisch segregierten Viertel wohnen, haben die schlechtere Chancen als andere Wiener Schülerinnen, die in einem, sagen wir, homogeneren Viertel wohnen und auch türkischen Migrationshintergrund haben. Ich möchte Ihnen jetzt die statistischen Daten und Zahlen dazu ersparen. Wir haben vorhin schon einige Karten dazu gesehen. Hier sehen wir nochmal die Karte von Wien und den Anteil der Jugendlichen, die in Wien zur Schule gehen und einen türkischen Migrationshintergrund haben. Und man sieht hier dasselbe Bild wie vorhin schon. Das heißt, es gibt bestimmte Viertel, in denen ist der Anteil der Schülerinnen mit türkischem Migrationshintergrund sehr stark. So, und die Frage war nun, haben diese Schülerinnen schlechtere Chancen auf eine Bildung als andere Schüler? Ich habe das Ganze mit statistischen Methoden geprüft, sehr viele Korrelations-, Regressionsanalysen gerechnet. Die haben sehr wenig Aussage gegeben. Tatsächlich konnte man rein statistisch einen Zusammenhang nachweisen, der war aber sehr gering. Was aber sehr spannend ist, ist die reine Gegenüberstellung der Karten. Und Sie sehen jetzt auf der von Ihnen aus rechten Karte, das sind nämlich jene Schülerinnen und Schüler in Wien, die einen türkischen Migrationshintergrund haben und einen Bildungserfolg haben. Damit ist gemeint, dass sie die Matura abgeschlossen haben oder in einer der letzten Oberstufenklassen waren. Und hier sieht man jetzt nämlich genau den Unterschied. In diesen drei Stadtgebieten, die rot eingekreist sind, das ist zumal dieses ovale Gebiet entlang des Gürtels und dann auch der nördlichere Kreis im 20. Bezirk und dieses südliche Ei, das heißt der Südgürtel rund um den bald entstehenden neuen Hauptbahnhof. Genau hier gibt es sehr hohe Anzahl an Schülerinnen mit türkischem Migrationshintergrund. Genau hier ist aber auch der Anteil jener, die Matura abschließen, sehr niedrig. Warum ist das nun so? Auch das habe ich mir angesehen. Und
Die Statistik hat hier dann nachgewiesen, dass es nämlich genau nicht die Standortkriterien sind, sondern dass hier sehr viele andere Gründe mit einfließen. Das heißt, man darf sich hier wiederum nicht täuschen lassen und diese reine Gegenüberstellung betrachten, sondern tatsächlich ist es so, dass sehr viele weitere Gründe dieses Ergebnis beeinflussen, und zwar wiederum genau, dass es genau diese Gebiete sind, die auch sozial benachteiligt sind, dass es genau diese Gebiete sind, in denen dann nämlich letzten Endes durch diese benachteiligten Viertel auch die Schulen benachteiligt werden und dass es dadurch schlechtere Ausgangssituationen für die Schüler an sich gibt. Das heißt, wiederum ist es so, dass das benachteiligende Viertel wirkt und nicht rein der Grund ist, weil hier sehr viele türkische Schüler wohnen. Was sind nun die Erkenntnisse? Wie gesagt, der Zusammenhang ist messbar, aber sehr gering, und es waren eindeutig andere Faktoren, die den Ausschluss für die aussagekräftig für den Bildungserfolg waren. Und hier war es vor allem die Förderung der Kinder an sich, die in den benachteiligten Vierteln einfach geringer waren, nachgewiesenermaßen, als in den sozial sehr hochgestellten Vierteln. Die Folgerung dafür ist also schlicht und einfach, dass es in solchen Vierteln nicht ein Problem mit der ethnischen Zusammensetzung gibt, sondern dass es schlicht und einfach einen zusätzlichen Förderbedarf gibt. Genau das war eigentlich dann die Grunderkenntnis, die man aus dieser Studie ziehen kann. Und das Problem ist aber wiederum, genau in diesen Vierteln, wo es eben zusätzlichen Förderbedarf bräuchte, zum Beispiel auch, weil sehr viele Schüler einen zusätzlichen Unterricht in einer zweiten Muttersprache benötigen. Gerade in diesen benachteiligten Vierteln fehlt es dann aber sehr oft an den Mitteln. Damit komme ich auch schon zu meinem Resümee und möchte, ich hoffe, dass ich darstellen konnte, dass soziale Segregation und ethnische Segregation eben nicht dasselbe sind, dass sie sich aber sehr stark gegenseitig beeinflussen. Das ist sozusagen die Grunderkenntnis dahinter. Und was kann man dagegen machen, ist ganz klar in die Bildung investieren, natürlich aber auch in ein Quartiersmanagement. Und hier denke ich, ist es sehr wichtig, wirklich alle mit einzubeziehen. Aber da werden wir, glaube ich, noch von den weiteren Vortragenden mehr hören. Danke sehr.